Hallo und recht herzlich willkommen. Ja, und zwar zu einer kleinen Mod-Vorstellung. Und zwar stelle ich euch heute die Land of Italy vor. Ne? Das Ganze ist eine Map, die es bereits im Farming Simulator 13 gab, also der Landwirtschaftssimulator 13, ist eine Kooperation mit Edomod, den ihr unter anderem kennt von der Italia-Map, von Sukash, von S-Bafo und Marco LS entstanden. Das Ganze wird am 29. Oktober, also Sonntag um 7 Uhr morgens, erscheinen. Es gibt dementsprechend im Verlaufe dessen zwei verschiedene Versionen, die erscheinen werden. Und zwar am 29. erscheint einmal die PC-Only-Variante, die sowohl für Single- als auch für Multiplayer geeignet ist, mit den Standardtexturen. Ich blende euch das hier einmal gerade kurz ein. Dann erscheint auch noch ein HD-Texturen-Paket. Da gibt es auch nochmal eine Anleitung mit dabei, wie man das Ganze dann auch quasi installieren kann. Und ja, irgendwann in der Zukunft wird das Ganze dann auch auf dem Mod-Hub erscheinen, das aber zum späteren Zeitpunkt, nicht am 29. Das heißt, auch Konsolenspieler sowie auch PC-Spieler können das dann direkt auch über den Mod-Hub zukünftig herunterladen. Ja, das heißt, man hat ganz normal in der Standardversion, die kostenfrei ist, ganz normal ja, die Qualitätstexturen, wie man es auch schon von der Italia-Map kennt. Und bei dem HD-Texturen-Paket hat man nochmal hochauflösendere Sachen. Auch bei der Gratis-Variante könnt ihr natürlich sagen, ja, wir können den lieben Edo, ne, oder dem Team, ne, die Map gebaut haben, auch einen kleinen Obolus lassen. Das ist allerdings freiwillig. Allerdings, wenn ihr das HD-Texturen-Paket haben möchtet, da ist, glaube ich, steht aktuell noch kein Preis fest. Ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber so viel dürfte es nicht sein. So, ansonsten ist das Ganze natürlich sehr, sehr hochauflösend wieder dargestellt. Es ist eine komplett neu überarbeitete Map. Ne, komplett neu. Alle Gebäude, die verwendet wurden, ne, oder die ganzen architektonischen Dinge, die hier auch verbaut wurden, sind alle neu gezeichnet worden. Ihr braucht dafür insgesamt drei Mods aus dem Mod-Hub. Einmal die Enhanced Animal System, ne, also das erweiterte Tier-Menü, beziehungsweise die erweiterten Tiere. Dann einmal Gaspardo FBR Fiore und einmal die New Holland TX32. Ne, da werdet ihr automatisch gefragt, wenn das Ganze dann startet, ob ihr das herunterladen wollt. Mitgeliefert jetzt hier bei der Version, die ich dementsprechend habe, ist einmal der Fiat Agri. Den könnt ihr allerdings auch separat herunterladen. Dann Rasciatore. Ne, das ist automatisch bei der Map mit dabei, sowie ein Milchmixer-Wagen. Der ist quasi auch mit dabei zum Start. Ne? Das Ganze ist auf jeden Fall recht schön gestaltet. Ihr werdet das gleich sehen. Ich werde verschiedene Videos machen. Ich werde jetzt und heute und hier einmal ein Video dazu machen, eine Übersicht der Map machen und so weiter und so fort. Und dann im Detail werde ich die Höfe dann in den nächsten Tagen dann auch nochmal vorstellen, bis zum Release. Ne? Und wenn euch das Ganze gefällt, wie immer, gerne ein Däumchen da lassen. Und wir gehen einfach mal rein hier in diese wunderschöne Map. Ich gehe einfach mal ins Stadtzentrum hier. Nämlich da startet ihr ursprünglich. Ihr kennt es vom Edo schon. Ne? Der Edo ist halt ja, ein Künstler. Ne? Genau wie alle anderen, die an der Map mitgewirkt haben. Man hat hier quasi das Stadtzentrum, was sehr liebevoll gestaltet ist. Das gucken wir uns gleich in Ruhe an. Wir werfen mal einen kurzen kleinen Blick auf die Karte. Ne, insgesamt werden vier Bauernhöfe mitgeliefert. Ne, das heißt, wir haben einmal hier oben links einen Pferdehof. Ich klicke den mal eben kurz an. Dann haben wir einmal eine Schaffarm. Die haben wir hier oben. Dann haben wir einmal einen sogenannten Haupthof, ne, wo ein Milchviehstall ist, ne, mit Hühnern und so weiter. Wir haben auch Kälberboxen und so weiter und so fort. Ihr werdet das sehen, das ist wirklich grandios quasi dargestellt. Also mit einem sehr, sehr hohen Detailgrad. Und dann haben wir noch einen Schweinestall, ne, oder einen Schweinehof, der befindet sich hier. Ne, des Weiteren haben wir mehrere Verkaufspunkte. Ne, wir haben hier ein Gasthaus zum Beispiel als Verkaufspunkt. Wir haben hier eine Mühle, die wir haben, auch als Produktion, die ist auch kaufbar. Dann haben wir noch zusätzlich eine BGA, die befindet sich hier, die ist kaufbar. Wir haben ein Sägewerk, natürlich auch kaufbar. Hier haben wir den Händler, ne, Viehhändler, Ballenverkauf haben wir auch mit am Start.
Das heißt, wir haben auch noch zusätzliche Weiterproduktionen, zum Beispiel hier gleich um die Ecke eine Konditorei. Dann haben wir noch eine Molkerei, da könnt ihr auch richtig coole Sachen herstellen. Und wir haben hier oben einen Weinkeller. Das Ganze ist noch eine Vorabversion. Ich spiele hier mit dem High-Texturen-Paket. Das heißt, das ist das hochauflösende Paket, was ich jetzt aktuell hier nutze. Des Weiteren seht ihr von kleinen bis mittleren Feldern alles, was dabei, alles, was die Seele quasi gerne haben möchte. Und wir haben auch Waldgebiete, die hier separat nochmal gekennzeichnet sind. Ne? Des Weiteren haben wir auch Multifruits mit dabei. Ne? Das heißt, neben den Standardfrüchten, die ihr bereits schon kennt, ist hier zusätzlich noch weiße Trauben verbaut, Roggen, Dinkel und Luzerne. Und diese könnt ihr natürlich auch verarbeiten. Ne? Das erstmal dazu. Ne? Ist eine einfache Map, keine Vierfach und so weiter. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal eine Erweiterung, man weiß es nicht. Aber ich kann euch eins versprechen, die Map ist wirklich der Wahnsinn. Also wirklich sehr, sehr cool dargestellt. So, wir sind jetzt hier im Stadtzentrum und das erinnert so ein bisschen an so ein typisches italienisches Dorf. Ne? Land of Italy heißt das Ganze. Hier ist sogar das von der WM 1990 dieses Fußballlogo verbaut. Ne? Das heißt, Sportverrückte kommen hier auch auf ihre Kosten. Wir sind, glaube ich, hier an so einer Art Bushaltestelle, so wie das hier aussieht. Hier ist auch speziell eingerichteter KI-Verkehr hinterlegt. Das ist auch wirklich schön gemacht. Und hier haben wir so richtig schönen Kirchenplatz. Und ihr seht auch schon, dass hier überall solche Marker sind. Diese Marker zeichnen immer den speziellen Bereich. Hier haben wir zum Beispiel einen Verkaufsbereich. Dann haben wir hier quasi, ja, einfach einen Management Point. Wenn wir jetzt hier R drücken, ich habe es schon gekauft, haben wir hier die Konditorei. Da kann man verschiedene Sachen produzieren, ne, unter anderem auch Nudeln, was ich sehr geil finde. Und das könnt ihr übrigens ausblenden, wenn ihr das möchtet, über das Menü. Ne, zeige ich euch auch nochmal in einem separaten Video. Aber es ist auf jeden Fall, wenn man sich das Ganze hier mal anschaut, wirklich liebevoll gestaltet. Ne? Eine große Kathedrale haben wir hier, oder so eine große Kirche. Parkplätze, wir haben Wanderwege, wir haben jede Menge Details. Wir haben Schilder, wir haben Flüsse, Seen, ist natürlich auch alles hier ausgeschildert. Ne? Hier seht ihr auch ja, so eine Art Reitweg, würde ich jetzt mal behaupten. Und man hat hier wirklich viele Dinge, die man öffnen kann, die man quasi auch schließen kann. Es ist natürlich auch alles vertont. Die Feldzufahrten finde ich persönlich auch recht gut gemacht. Ne? Alles wirklich sehr schön. Es geht rauf und runter. Das heißt, sie ist noch nicht nur alles auf einer Höhe gepackt, sondern man hat hier wirklich, ja, ne, sagen wir mal eher flachere Terrains. Man hat aber auch hohe Berge, wo man da drauf fährt. Die Felder gehen rauf und runter. Also all das, was ihr schon kennt und was ihr quasi auch gewohnt seid. Ne? Schöne Schotterwege haben wir hier. Ne? Man hat viele, viele Details, die hier auf der Map verbaut wurden. Und es ist wirklich sehr viel zu erkunden. Und ich versuche das einfach mal so ein bisschen runterzubrechen. Jetzt hier auf eine, ja, kurze, mal sehen, ob sie kurz wird, Mod-Vorstellung. Ne? Auch von hier, auch von den anderen Enden, sieht man jetzt da, wo wir gerade umstanden. Hier geht es dann wieder runter zur Hauptstraße. Da hat man hier, glaube ich, eine Einbahnstraße, so wie das aussieht. Und hier fährt auch so ein typisch alter Bus, ne? Guck mal. Richtig schön gemacht. Land of Italy. Der fährt hier auch rum. Das finde ich auch sehr klasse. Auch die Fahrzeuge, die hier unterwegs sind, das sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Natürlich auch hier nochmal so eine kleine Bushaltestelle. Ist eher was für Randy. Grüße gehen raus. Und hier oben, ja, hängt auch die alte Wäsche. Also viele, viele liebevolle Details, die wir haben. Und dann sind wir wieder da, wo wir gerade losgestartet sind. Auch hier, ne, die ganzen, ja, Plätze hier. So ein kleines Café, würde ich sagen. Ne? Sieht auf jeden Fall so aus. Mit jede Menge Details. Und hier, glaube ich, sogar noch einen Speiseplan, oder? Den kann man leider nicht lesen. Schade. So, wir gehen jetzt einfach mal hier ein bisschen weiter und gucken uns die Map einfach mal ein wenig an. Hier gibt es natürlich auch Briefkästen. Man kann hier wieder hochlaufen. Man hat jede Menge, ja, Sicht, wenn man sich so ein bisschen höher begibt. Da hinten zum Beispiel sieht man die BGA. Die kann man hier auch schon recht gut sehen. Und hier geht es dann wieder runter. Wir gehen einfach mal rechts rum. Hat dann hier auch noch quasi verschiedene Produktionen, die zu einer gewissen Uhrzeit öffnen. Ich spule das einmal kurz vor. Ich glaube, am ersten Tag ist es immer um 10.
Da sind die Öffnungszeiten. Ah, sogar um 9. Es hat sogar geklappt. So, dann haben wir hier eine Molkerei, ne? Und bei der Molkerei könnt ihr auch noch viele coole Sachen herstellen. Wir haben einmal eine Output Area, das heißt, hier kommen die Sachen raus. Das auch nochmal zu den Markierungen kurz erklärt. Und dann haben wir hier diesen Managementpunkt. Und hier haben wir den Cell- oder Input-Bereich. Das heißt, wenn ihr euch die nicht gehört, könnt ihr dementsprechend die Sachen auch hier verkaufen. Das sind dann auch Verkaufspunkte. Wenn ihr die Produktion kaufen wollt, müsst ihr einmal hier in den Managementpunkt gehen und das Ganze dann auch kaufen. So, wir drücken mal R. Das heißt, hier bei der Molkerei könnt ihr Butter, Käse, Schafskäse und pasteurisierte Milch herstellen. Ne? Also die Sachen. Die Konditorei haben wir ja gerade schon gesehen. Wie gesagt, ich mache nochmal separate Videos zu den einzelnen Produktionen. Aber es ist wirklich sehr liebevoll gestaltet. Ne? Auch dieses Hinterhof-Flair, diese Schilder und hier auch dieser Kies, der hier links und rechts verbaut ist, dass die Tore automatisch auf- und zugehen. Finde ich auch recht gut gelöst. Man hat wieder Einbahnstraßen. Die Beleuchtung sieht auch wirklich fabelhaft aus. Das habe ich mir auch schon mal angeguckt. Und hier so Klassiker, ne? Wie man es kennt. Ne? So volle Mülltonnen und so weiter. Ne? Hat man ja auch ab und an mal. So, guck mal. Jetzt haben wir hier auch so Fahrbahnmarkierungen, wie sie so landestypisch sind. Das heißt, der Land of Italy. Da fährt der jeweilige Bus wieder lang. Und man hat hier auch hier so eine kleine Ente, die hier lang fährt. Wir begeben uns einfach mal hier weiter an den Straßen und auch die Übergänge hier von den Straßen. Guck mal, das sieht wirklich tipptopp aus, ne? So ein bisschen rausgebrochen vom Regen vielleicht, unterspült. Fahrbahnmarkierungen hier, also wirklich sehr, sehr toll gemacht. Ne? Das heißt, hier darf man nicht reinfahren. Man kann dann hier rüberfahren. Man hat auch wieder diese gewohnten Poller, wie man es kennt, ne? Das heißt, hier so ein bisschen Geschwindigkeitsberuhigung. Und der Bus, der fährt hier in einer Tour, ne? Also der ist richtig, quasi hier seine Touren am Drehen. Man hat wieder schöne Feldzufahrt, man hat auch immer noch hier so kleine Gebäude, wie zum Beispiel hier so ein kleines Überspannungswerk, glaube ich. Ne? Das ist Überspannung, also Strom letztendlich müsste das sein, oder Telegrafie, ich weiß gerade nicht, also Telefon könnte auch sein, aber ich glaube, es ist Strom, ne? Ja, müsste Strom sein. Und auch mit den Details hier, guckt euch das mal an, ne? Da gehen Kabel hier rein, dort rein, also wie es auch in der Realität ist, ne? Wie es auch von so alten Gebäuden kennt, also sieht wirklich tipptopp aus. So, laufen wir mal weiter. Wir gehen dann mal hier rechts einfach mal Richtung der nächsten Stelle. Hier haben wir auch, ne, Achtung Reithof oder Reiter unterwegs. Man hat ja auch überall für die Pferde hier nochmal eine Markierung. Ne? Guck mal hier. Das heißt, man kann seine Pferde hier, die man auch züchtet, durchaus ausreiten. Ne? Schöne Pferdewege. Finde ich auch interessant. So, dann haben wir hier Consorzio Agrario. Das ist so ein Agrarhof, wo man gewisse Sachen quasi verkaufen kann. Ne? Das ist die Agrargenossenschaft. Hier könnt ihr Sachen verkaufen. Ne? Sieht man auch hier, hier sind noch so ein paar Trailer. Die sind einfach nur platziert, die könnt ihr nicht nutzen. Das heißt, ihr habt hier optisch so eine alte Lagerhalle, würde ich sagen. Und die kann man leider nicht öffnen, was ich persönlich sehr schade finde. Ach doch, die kann man doch öffnen. Ich habe nichts gesagt. Ich dachte, man könnte das nicht öffnen. Doch, von der Seite fährt man rein hier. Guck mal. Man fährt hier von der Seite rein. Hat auch eine Wiegestation dort. Sehr cool. Es dreht sich alles. Man hat Sounds hier. Und man hat verschiedene Verkaufspunkte hier. Ne? Sell Areas hat man hier ohne Ende. Also Verkaufspunkte von unterschiedlichen Gütern. Hier hat man auch nochmal eine Waage. Ich weiß nicht, ob man die hier auch zumachen kann. Guck mal, die kann man auch zumachen. Das ist ja nice. Die kriegt man nicht auf. Und hier hat man dann noch den separaten Verkauf. Ne? Für Zuckerrüben, für Kartoffeln. Man hat überall die gewisse, ja, Verkaufspunkte, die sind überall markiert. Ne? Und hier haben wir dann auch zur Nutzung, zum Abladen, auch einen Jungheinrich platziert. Ne? Den könnt ihr natürlich auch mitnutzen, wenn ihr das möchtet, natürlich auch nur. Ne? Ja, richtig schick gemacht. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne, also ein schöner Agrario-Betrieb, ne? Wo man halt verschiedenste Güter verkaufen kann. Ob man die hier anhängen kann, weiß ich nicht. Die sind zumindest, glaube ich, hier soweit aufgebaut. Ohne Kipper. Gehört dir. Ach, guck mal, die gehören sogar uns.
Vielleicht kann man die sogar nutzen, ne? Werden wir mal testen, wenn wir uns das hier mal genau anschauen, die Verkaufsstelle. Und das ist auch wirklich richtig klasse gemacht, ne? Guck mal. Tipptopp. Da haben wir noch so ein kleines, was ist das hier? So ein Heizkraftwerk, ne? Muss es sein. Auch recht schick, ne? Dann so ein paar Deko-Elemente hier. Wirklich wunderbar gemacht. So, da verlassen wir mal diesen Punkt hier. Und laufen mal weiter hier über den Feldweg gleich. Und gucken uns dann auf jeden Fall auch mal die Höfe an. Ich will erstmal so ein bisschen ablaufen, um euch einmal einen Eindruck zu gewähren, wie das hier aufgebaut ist. Das heißt, die Straße endet dann hier auch. Ne? Jetzt nicht so typisch, zack, weg, sondern guck mal, das ist so ein fließender Übergang von einer befestigten Straße zu einer unbefestigten. Das finde ich auch sehr schick. Da hat man überall hier schicke Pfützen, ein paar Blätter rumliegen. Hat natürlich damit zu tun, in welchem Monat ihr unterwegs seid. Ja, und dann geht es dann hier weiter zu den jeweiligen Feldern. Jetzt muss ich mal kurz auf die Map gucken, wo wir uns denn weiter lang begeben. So, das heißt, wir könnten jetzt rein theoretisch, ich glaube, wir gehen hier lang über das Feld. Oder wir könnten auch da lang. Ah, komm, wir gehen mal hier lang. Und dann gehen wir da gleich hoch und gehen mal zu der Schweinefarm, die wir uns mal angucken wollen. Man hat natürlich auch richtig schöne Feldzufahrten. Man hat hier auch wieder die schönen Pferdepfade. Da hätte ich mir natürlich ein Pferd organisieren können. Und hier einfach mal lang rein können. Ne? So ein ausgetrocknetes Flussbett haben wir ja auch noch. Und dann geht es hier runter. Ne? Guckt euch das mal an. Also es geht wirklich richtig, richtig weit runter. Also man hat einen Höhenunterschied. Guck mal. Da hinten war hier der Landhandel. Nee, mein Landhandel, also Agrario. Und da hat man auch viele Höhenunterschiede. Auch bei den Feldern sieht man es ja auch. Man braucht auf jeden Fall einen guten Drescher, würde ich sagen. Hier hat man so einen schönen Flussübergang. Guck mal. Auch sehr schick gemacht. Ja, hier liegen auch überall so Stöcke rum. Und dann können wir hier jetzt auch nochmal lang. Da oben ist eine richtig schicke Brücke. Die gucken wir uns gleich auch an, wenn wir da beim Schweinehof waren. Da hat man auch so typische Pflanzen, ne, verbaut. Das finde ich auch persönlich sehr hübsch. Und hier vorne kommen wir dann gleich zu einem der Höfe. Ne? Das ist komplett eingezäunt hier. Man hat hier auch so diese typischen engen Gassen. Das heißt, mit großen Geräten ist hier eher weniger, hat man eher weniger zu tun hier. Man sollte auf jeden Fall vielleicht ja, etwas kleinere bis mittlere Geräte nutzen. So, jetzt sind wir hier über die Brücke. Guck mal, da fährt ein Bus auch lang. Und da vorne haben wir gerade begonnen, ne? Das sieht wirklich wunderbar aus. Da kann man sich das Ganze schön angucken hier. Ich glaube, wir müssen andersrum, ne? Ich bin noch... Ah, da oben müssen wir rein. Okay. Das heißt, ich bin noch nicht so ganz firm hier. Ich habe mir die Map einmal kurz angeguckt. Das heißt, wir laufen hier mal ruhig den Weg lang. Wir müssen dann, glaube ich, da oben links rein. Genau, da oben ist die ist das eingezeichnet. Und da kommen wir dann zu dem jeweiligen sehr schönen Schweinehof. Das ist einer der vier Höfe, die wir hier haben. Auch mit einer separaten Zufahrt natürlich, wie sie es gehört. Dann sind wir jetzt hier am Schweinehof. Ich habe einfach mal alle Grundstücke gekauft. Natürlich auch hier wieder die ganzen Gebäude. Ne? Also es ist wirklich ein Traum, ne? Wenn man sich das anguckt. Ja, so richtig schöne Unterstände haben wir dort. Wir haben hier verschiedene Überladeschnecken, würde ich jetzt sagen, für die Silos. Da wäre so ein parkendes Auto noch. Man kann natürlich hier auch wieder hochgehen. Man hat Schlafplätze. Man hat hier die Möglichkeit... Mal hier. Ah, ne, hier ist die Sleeping Area. Dann ist das der Umkleidebereich, ne? Das heißt, hier kann ich mich umziehen, glaube ich. Lass mal gucken. Jupp. Da kann ich mich umziehen. Dann hat man hier natürlich den sehr großen Schweinestall. Hier kommt Wasser hin, Animal. Ein bisschen Englisch solltet ihr können, weil es ist alles so markiert. Das heißt, ihr seht genau, was wo wie hin muss. Ne? Das finde ich halt sehr gut. Und es gibt viele Dinge halt auch zu entdecken und zu bedienen. Ne? Hier hat man dann quasi, was haben wir hier? Das Tierfutter haben wir dort. Dann haben wir hier letztendlich... die Tiere, die wir platzieren können, ihr seht schon, ne? Also erweiterte Tiere haben wir mit dabei. Ihr könnt natürlich hier die ganzen Ställe auch öffnen.
Ja, hier kann man Stroh reinpacken. Es ist also alles wirklich sehr gut dokumentiert. Und da sollte es definitiv auch keine Fragen geben, wo platziere ich was oder was kommt wo rein. Ne? Weil das ist alles markiert. Man kann es auch ausschalten, für den, der es nicht haben möchte. Die Stelle hier, guck mal. Wahnsinn, ne? Hier kann man auch noch Futter abladen. Also wirklich wunderschön. Und die Plains, ich habe jetzt erstmal noch kein Futter reingesetzt, sondern nur die Tiere reingepackt. Damit das noch ein bisschen nach was aussieht. Es sieht auch wirklich sehr schick aus. Und natürlich alle Türen kann man hier bedienen. Die kann man auf- und zumachen. Und kann man dann auch nutzen. Ne? Das Farmhaus haben wir hier. Da haben wir das große Rüben- und Kartoffellager. Das gucken wir uns auch gleich nochmal an. Das ist nämlich hier auf der Seite. Ich glaube, zum Abladen ist es, glaube ich, hier ein bisschen weiter unten. Hier, genau. Guck mal, Rüben- und Kartoffellager. Das heißt, ihr könnt hier Rüben oder Kartoffeln einladen. Ne, finde ich auch sehr cool. Dann habt ihr es nicht die ganze Zeit lose rumliegen. Wirklich sehr toll gemacht. Und dann, wenn man jetzt hier ein Stückchen weiter runter geht, habt ihr hier noch ein Güllebecken. Ne, auch recht groß. Ist natürlich jetzt noch komplett leer. Dann habt ihr hier auch nochmal Gülle. Manure, warte mal. Manure ist Mist, ne? So eine Mistplatte, genau. Das ist schon wirklich richtig krass, ne? Also auch hier die ganzen Details, ne? Wenn man sich das anguckt. Wirklich sehr, sehr schön gemacht. Also wirklich viele Details. Manure ist Mist, Slurry ist, glaube ich, Gülle. Ich kann mich auch jetzt oft vertan haben. Wenn ja, seht mir das nach. Also wirklich schön gemacht. Na, guck mal, da vorne waren wir gerade auf der Brücke. Da ist auch der Bus vorbeigefahren. Und auch hier unten, wenn man sich die Brücken hier mal an den Pfeilern anguckt. Das sieht wirklich gut aus, ne? Das passt auch wirklich. Ist auch wirklich gut an die Umgebung angepasst. Und es wirkt halt wirklich, als wäre man da vor Ort. Ne? Man könnte da auch ohne weiteres Urlaub machen. Ne? Schön, schön. So, dann haben wir hier... Wir gehen mal wieder hoch. Natürlich noch einen weiteren Bereich auf der Seite. Das heißt, da kommen wir dann zu den Weinbergen. Die wir uns gleich auch mal angucken. Oder würde ich einfach die nächste Ausfahrt hier nochmal nehmen. Beziehungsweise da, wo wir auf der Rhein gegangen sind. Um das Ganze ein wenig, ja, mal so ein bisschen weiter abzulaufen. Ihr seht schon, ne? Also es wird auf jeden Fall kein kurzes Video. Sondern es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr, ja, langes Video. Aber ist ja nicht schlimm. Ich will euch da auf jeden Fall auch mitnehmen. Und dort auf jeden Fall auch teilhaben lassen. Ja, wie ich das Ganze finde hier. Ne? Also sehr schick gemacht. So, kommen wir mal zu dem nächsten Grundstück. Ihr seht schon hier weiße Trauben, rote Trauben. Ne? Seht ihr hier. Und hier haben wir auch den Weinkeller. Beziehungsweise hier kann man dann die geernteten Trauben. Das ist der Weinhof quasi hier. Oder der Weinkellerei oder wie auch immer. Man kann sein Fahrzeug reinigen. Man hat hier quasi die Output Area. Da kommen dann die Dinge, die wir hier herstellen können. Im Weinkeller können wir Folgendes herstellen. Und zwar können wir, habe ich den schon gekauft? Ja, Rotwein oder Weißwein herstellen. Ne? Wir brauchen auch Fässer dafür. Ein Rotweinfass. Das bekommen wir beim Sägewehr. Ne? Das dann im späteren Verlauf dann nochmal hier. Ne? Auch hier natürlich wieder sehr, sehr schöne Gebäude, die verbaut wurden. Hier war man übrigens den Managing-Punkt. Das heißt, hier oben könnte ich es auch kaufen. Ach, habe ich noch gar nicht gekauft. Dann kaufen wir das doch mal. Das ist der Weinkeller. Den habe ich noch gar nicht. Aha. Da ist er doch. Guck mal. Ah, da gibt es noch einen weiteren. Weinkeller-Reifungsphase. Weißwein. Rotwein-Fass. Und nochmal Rotwein. Ach, den habe ich wohl gerade übersehen, wo ich hier die Dinge abgegangen bin. Wahnsinn. Cell Area oder hier kann man dann auch die Trauben reinpacken. Hier kommen die entsprechenden leeren Fässer rein. Hier haben wir auch nochmal Management Point. Und da kommen wir dann da. Ah, Rotwein und dann hier das Reifungs. Ah, okay. Gut, habe ich verstanden. Ich habe einfach den anderen Punkt genommen. Deswegen wurde das nicht korrekt angezeigt. Die kann man leider nicht öffnen. Schade. Dann hat man hier noch ein Output, denn man bekommt immer noch Traubentrester
Den kann man dann hier ausladen. Auch sehr schön gelöst. Und dann guckt euch mal hier diese richtig schönen Weinreben an. Ne? Guckt mal, wie toll das ist. Also, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ne? Wir haben jetzt hier rote Trauben. Wir können das auch mal kurz aus und wieder einblenden. Hier haben wir die weißen Trauben. Und guckt mal, wie toll das gemacht ist. Ne? Also richtig schön am Hang. Es geht rauf, es geht runter. Dann haben wir hier unten so einen kleinen Bereich mit so einem kleinen, ja, Teich, würde ich sagen. Da haben wir auch einen Wasserpunkt. Das heißt, hier könnt ihr Wasser holen. Da gibt es mehrere von auf der gesamten Map. Auch recht gut gelöst. Sieht auch richtig gut aus mit so einem Schwimmer hier sogar. Hier so ein altes, kaputtes Auto. Ne? Oder so ein Transporter, der hier so liegt. Da haben Leute wohl ein bisschen gegrillt oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall auch recht schön gemacht. Ne, ihr seht schon die Berge. Es geht auf und runter. Wirklich sehr, sehr schön. Gut, dann gehen wir einfach mal weiter hoch hier. In den oberen Bereich der Map. Da haben wir natürlich auch wieder die Weinreben immer schön eingezäunt. Ne? Das ist wirklich sehr gut. Da haben wir auch Felder. Guck mal, hier geht übrigens auch der Reitweg weiter. Sehr schön. Wir haben, wie gesagt, große Felder. Wir haben kleine Felder. Haben natürlich auch verschiedene Höhenmeter, die überbrückt werden müssen. Wie zum Beispiel hier. Hier sieht man es auch. Da oben geht eine Straße lang. Und hier geht es dann quasi runter. Und hier bewegen wir uns dann zu dem Gasthaus, zum Schwarzen Schaf. Das sind alles Verkaufspunkte. Was haben wir hier noch? Dünger und Saatgut kann man hier kaufen. Das ist so ein Saatgutlager. Und ein mittlerer Treibstofftank. Das kann man, glaube ich, einlagern. Ne? Müssen wir mal gucken. La Pecora Nera. Okay. Ach, guck mal, wie cool das hier ist. Geht ja durch. Ach, guck mal. Das ist ja nice. Wahnsinn. Guck mal, da hat man eine richtig schöne Aussicht hier auf die ganze Region. Ne? Kann man sich schön hinsetzen. Ein bisschen was essen. Ja, wirklich wunderbar gemacht. Ne? Hier ist ein Verkaufspunkt. Das ist das Gasthaus, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Da kann man hier auch zum Feld fahren. Finde ich interessant. Ne? Direkt hier. Einfach so mitten neben dem Gasthaus. Einfach so eine Abfahrt. Also ihr braucht ihr auf jeden Fall mit einem großen Ideal gar nicht versuchen. Das könnt ihr auf jeden Fall vergessen. So, dann haben wir hier so ein schickes Lager. Grain Unloading. Das bedeutet, wir haben hier ein Silo. Da könnt ihr quasi Dinge abladen. Beziehungsweise aufladen. Dann haben wir hier ein... was haben wir denn hier? Guck mal. Hier so ein Tank. Das gilt, glaube ich, auch als Hof hier, ne? Ich guck mal gerade kurz. Das auch als Hof. Ich habe einfach alles gekauft. Es tut mir gerade leid. Ich muss mal kurz gucken, wo bin ich denn? Da. Das gehört hierzu. Ah, guck mal, das gehört hier zum Schafstall mit dazu. Okay. Das heißt, das gehört hier zum Schafstall mit dazu, so wie das aussieht. Ich verkaufe das mal eben kurz. Ja. Das gehört hier alles noch zum Schafstall. Die gucken wir uns jetzt gleich an. Und da habt ihr einmal auch noch einmal ein Dünger- und Saatgutlager, ein Silo, einen mittleren Tank, den ihr auffüllen könnt. Hier ist eine Verkaufsstation. Und dann kommen wir dann gleich rüber und gehen rüber in Richtung des Schafstalls, ne? Wahnsinn, guck mal hier. Hier ist auch noch so ein Management Point. Das heißt, hier könnt ihr auch Saatgut befüllen, wenn ihr das wollt. Oder ihr macht das halt manuell, ne? Das geht halt auch. Hier haben wir Loading. Das heißt, einfach hier reinkippen und dann habt ihr es im Silo drin, ne? Also es ist alles markiert. Und ja, muss man einfach sich ein bisschen mit beschäftigen und sich ein bisschen anschauen. Ja, ansonsten kommen wir dann auf unserer Schaffarm, nachdem wir uns den Schweinehof auch schon angeschaut haben. Ja, das heißt, wir sind jetzt hier von hier unten quasi losgewandert, hier in den oberen Bereich, hier vorbei, haben uns hier den Weinkeller angeschaut und sind jetzt in diesem Bereich. Das ist der zweite Hof, ne, der Schafhof, wie ihr schon seht. Dann haben wir hier einen Workshop, das heißt hier eine Reparatur könnt ihr hier machen. Könnt ihr natürlich auch aufmachen alles, ne? Wie sie es auch gehört. Habt ihr hier auch den Reparaturtrigger drin. Also auch wirklich sehr gut gelöst. Ne? Ein schönes Farmgebäude, wie immer, ist da auf jeden Fall vorhanden.
Hier ein paar parkende Autos. Und da hat man hier wirklich auch eine sehr schöne Sicht hier auf die Stadt da hinten. Und auch hier die Übergänge, ne, von den Stromleitungen her. Wirklich sehr, sehr schick gemacht, ne. So, da haben wir hier natürlich wieder einen Schlafplatz und einen Platz zum Umziehen. Man hat verschiedene Möglichkeiten, hier auch Sachen quasi oder Produkte quasi, glaube ich, einzulagern. Ne? Das heißt, hier kommen dann die Tierprodukte raus, von den Schafen zum Beispiel. Vielleicht kann ich hier auch durchlaufen. Und da sind die Schafe hinten, ne? Auf so einem großen Bereich. Ihr könnt auch Milch produzieren. Das gucken wir uns später an, wenn wir bei der Molkerei sind. Also könnt auch diverse Sachen dort quasi weiterverarbeiten. Ne, wir haben hier den Abladepunkt, Futter, Wasser. Ist immer alles schön markiert. Wir können natürlich hier auch reingehen. Und hier werden dann Ziegen gemolken zum Beispiel. Ne, man kann dann auch Milch herstellen. Das sieht auch recht cool aus. Ne? Einsparen kann man nicht, das ist glaube ich nur optischer Natur. Aber hier kann man die Milch quasi beladen. Warte mal. Wie kann man die beladen? Warte mal, warte mal. Muss mal kurz hier einmal rumlaufen. Da steht Loading, ne? Oder, ah ne, mit Milch Loading meint er, das heißt, man kann jetzt hier, wenn jetzt Milch produziert wurde, kann man die hier aufladen. Das ist ein Trigger. Und da kann man dann die Milch, die die Tiere hier produziert haben, entweder die Ziegen oder Schafsmilch, kann man dann quasi hier aufnehmen. Das ist auch recht cool. Und hier hat man überall von Edo das Logo drauf. Das heißt, alle Sachen, die ihr seht, sind auch wirklich alles neu gezeichnet. Ne? Also die ganzen Gebäude. Das ist wirklich schon echt schick gemacht. Ne? Also ein richtig schönes Flair, was man hier hat. Ne? Gut, hier ist dann auch Ende im Gelände. Es ist auch alles abgesperrt. Die Tiere sind in so einem kleineren Bereich hier, wie ihr gesehen habt. Und die sind auch alle eingezäunt. Gehen wir mal weiter. Wieder hier zurück. Und können dann... Nee, da müssen wir da hoch. Wieder hier über die Silos. Ne? Die gehören auch noch zum Hof. Könnt ihr einmal da befüllen, dann wieder da rauslassen. Wirklich sehr cool gemacht. Auch eine schöne Brücke hier. Guck mal. Kann ich wieder unter so einer Brücke... Ah, das habe ich auch schon gemacht auf der Italia, ne? Guck mal, man hat jetzt wieder so eine Durchfahrt. Wo man dann hier... auch wieder in neue Bereiche kommt, ne? Zu Feldern und so weiter. Aber da braucht ihr echt ein kleines Gerät, weil mit großen Geräten kommt ihr da nicht weit, ne? Unter dieser Brücke. Und da oben fahren halt Autos. Schön, schön. So, wir gehen mal hoch. Rehe gibt es natürlich hier auch. Und dann laufen wir die Straße jetzt gleich nochmal lang hier. So. Und da unten haben wir auch noch was, da gucken wir uns später an. Ne? Das heißt, wir haben jetzt hier auch eine richtig schmale Brücke. Also da ist auch nicht so wirklich mit großen Fahrzeugen. Also so ein 1050 wird schwierig. Und hier kommt ihr dann auch wieder zum Hof runter, wenn ihr möchtet. Oder eben halt... geht halt zu den anliegenden Feldern. Einfach weiter. Hier habt ihr auch nochmal einen Blick auf die Schafsfarm, die wir hier haben. Und da kommen wir oben rechts gleich in Richtung, ihr seht schon auf der rechten Seite, dann den jeweiligen Pferdehof. Ne? Wirklich sehr schön gemacht. Der ist da oben. Auch die Zufahrten hier zu den Feldern. Ne? Überall mit Kolli. Man kann das hier nicht ausblenden, Leute. Ne? Das ist einfach so, wie es ist. Das heißt, für jemanden, der Kollision mag, ist die Map vielleicht nicht unbedingt geeignet, aber für alle Leute, die es eher so auf klein, aber fein und mit sehr vielen Details gerne haben möchten, für die ist das auf jeden Fall was. Ja, Map erscheint auf jeden Fall am 29. Oktober ab 7 Uhr morgens. Erstmal für den PC only. Die Mod-Hub-Version wird dann in Kürze nachgereicht werden. Das heißt, auch Konsolenspieler werden das Ganze dann auch irgendwann, ja, so hoffe ich mal, auch nutzen können. Ne? Das heißt, Cross-Plattform steht auf jeden Fall auch auf der Homepage. Und Links wie immer in der Videobeschreibung. Nutzt auch bitte nur die Original-Links. Ne? www.edomod.it oder eben halt www.edomod.it/land-of-italia. Ne? So, das ist halt so. Land of Italy. Nur die offiziellen Seiten bitte nutzen.
Gut, dann haben wir hier natürlich wieder einen Schlafpunkt. Das heißt, es ist auch ein separater Hof. Das ist Hof 3, den wir haben. Mit dem man haben kann. Das heißt, auch Multiplayer geeignet. Manure, ne, Missplatz. Und Slurry war, glaube ich, Gülle. Den haben wir hier aber, glaube ich, nicht verbaut. Ne? Hier kommt dementsprechend ein Lager. Ne? Lagerkapazität für den Pferdestall. Output Area. Was heißt Output? Wir gucken mal kurz. Wir haben hier verschiedene Tiere. Ah, da kommen die Pferde dann hin. Okay, gut, alles gleich verstanden. Hier haben wir den. Wir haben ein Lager haben wir hier. Was können wir denn da lagern, Leute? Lagermenü öffnen. Das Lager ist leer. Kann ich da Pferde reinpacken? Das müsste ich nochmal testen. Ne? Auto-Storage. Was kann ich denn da reinpacken? Weil dann mache ich mir was testen. Können wir gerade eben machen, ne? Hier haben wir auf jeden Fall den Stall. Mit so einem kleinen... Parcours, den wir dort haben. Wartet mal. Ich gehe mal kurz hier zu den Tierchen. Wir können die auch reiten, ne? Das geht ja. Das heißt, einfach drauf, auf dem Pferd, E drücken. Und dann will ich mal kurz was gucken. Huch. Kann der Parcours natürlich hier auch reiten, wenn man es möchte. Ich glaube, ich habe eine Idee. Kann man die hier einlagern, die Tiere? Ich weiß es gar nicht. Ist die Output Area oder Auto Storage? Pferd Joker ist wieder auf der Weide. Okay, das heißt, hier kommt das Pferd auf die Weide. Was ist hiermit gemeint? Und das Lager? Was ist denn damit gemeint? Muss ich auch nochmal kurz checken. Also wirklich viele liebevolle Details. So, wenn ich jetzt hier absteige. Nee, ist auch wieder direkt auf der Weide. Also das habe ich noch nicht verstanden. Das muss ich nochmal testen. Gesamtkapazität 0 von 250. Lager Pferdestall. Das habe ich noch nicht so richtig verstanden. Was meinen die damit? Hm. Müsste ich eh nochmal fragen, was damit gemeint ist mit dem Lager. Oder meinen die Lager von Futter oder was? Wobei Futter ist ja eigentlich hier, ne? Da. Stroh. Futter. Hm. Muss ich mir nochmal genau anschauen oder ihn nochmal fragen. Zur Not blende ich es ein und dann könnt ihr das nochmal nachlesen. So, guck mal. Hier haben wir auch wieder diesen schönen Weg, den wir haben. Das heißt, man hat hier natürlich auch... oder haben wir ein Lager hier verbaut? Nee, haben wir nicht. Haben wir hier den Hof. Hier oben haben wir noch einen zusätzlichen Verkaufspunkt. Da können wir jetzt hier einmal rumlaufen, gehen dann hier in den Bereich... Und dann den unteren. Ihr seht schon, das ist richtig viel, ne? Also es ist wirklich sehr, sehr groß. Ich springe jetzt einfach mal hin. Und hier kann man natürlich dann auch die Schranken öffnen. Hat hier einen großen Parkplatz. Das ist Verkaufspunkt. Auch wieder sehr, sehr schön gestaltet. Die ganzen Gebäude hier. Also es hört einfach nicht auf, ne? Guckt euch das mal an, diese Aussicht hier. Das ist der Wahnsinn. Schönes Restaurant. Wirklich sehr gut gemacht. So, hier geht auch ein Fluss lang. Ihr seht das immer hier so ein bisschen an der Markierung. Das ist so ein kleiner Flusslauf. Und was wir hier auf jeden Fall auch haben, ist hier vorne noch eine Mühle. Da können wir auch mal hingehen. Das ist die Gragnano-Mühle. Das heißt, die Mühle kann man auch kaufen. Und hier ist auch gleichzeitig noch ein Lager dafür, ne? Das heißt, hier kann man entweder verkaufen oder kann Sachen hier reinpacken, je nachdem, ob man Besitzer dieser Mühle ist. Man kann die Mühle hier kaufen. Und hier können wir... hier ist das, das Lager. Und kaufen kann man die, glaube ich... Ach, hier vorne war es, ja. Hier. Da ist der Management Point. Ne? Das heißt, hier kann man Weizenmehl herstellen, Gerstenmehl, Hafer, Sorghum oder Maismehl. Ne? Da seht ihr auch die ausgehenden Produkte. Entweder Weizen, Gerste und so weiter. Und da ist dann auch das Lager. Da kann man dann wahrscheinlich hier auslagern, die Taste R drücken und dann erscheint diese quasi dann hier. So habe ich es verstanden. Wir werden es uns auf jeden Fall in der separaten Folge
nochmal anschauen. Natürlich kann man hier auch die Auffahrten auf und runter machen. Da vorne sehen wir übrigens den Bus wieder. Guck mal, da fährt er wieder lang. Ich weiß gar nicht, welchen Kurs der aktuell nimmt. Und er ist auf jeden Fall, weiß ich nicht. Also ich bin echt geflasht von der Map. Also wirklich sehr schick gemacht. So, den Weinkeller. Ah, guck mal, hier haben wir auch noch was. Da können wir, glaube ich, auch noch mal hin, ne? Das ist nämlich das andere Gebäude hier. Frantio. Da fehlt noch eine Bezeichnung dafür. Ich glaube, den hatte ich gekauft. Das heißt, es gibt einmal einen Weinkeller und einmal eine Weinverarbeitung nochmal zusätzlich. Da laufen wir mal eben kurz runter. Und schauen uns das mal an. Auch hier wieder der Flusslauf. Da vorne fährt der Bus. Ach, guck mal, das ist ein separates Gut hier. Schaut mal. Müssen Oliven sein, ne? Das müssen, glaube ich, Oliven sein. So eine Olivenverarbeitung haben wir hier. Auch sehr schick. Das habe ich auch noch nicht gekauft. Guck mal, ich vergessen. So, ach, da, ah, so eine Ölmühle ist das. Ah, okay. Das heißt, ihr könnt hier Olivenöl, Rapsöl und Sonnenblumenöl kaufen. 150.000 Euro. Das könnt ihr hier herstellen. Ne? Wahnsinn. Hier kommt der Output. Das heißt, hier könnt ihr es aufladen. Habt direkt Oliven auch dort. Und könnt ihr dann auch direkt verarbeiten. Ne? Das heißt, das müssten dann Oliven sein. Genau. Guck mal. Schick, schick. So. Dann haben wir noch hier oben einen wirklich schönen Bereich mit der BGA. Sägewerk und hier unten den großen Haupthof. Ich will jetzt einfach mal zu dem Haupthof einfach mal rüberlaufen. Damit wir uns den auch nochmal anschauen. Ihr seht schon anhand der Videolänge, es ist wirklich Wahnsinn, wie viel da an Features geboten werden. Ich werde das Ganze nochmal dann separat Hof für Hof nochmal vorstellen, euch die ganzen Trigger nochmal zeigen und die Funktionen, wie das Ganze funktioniert. Hier vorne haben wir auch so eine Baustelle, da wüsste ich gerne, ob die so ein bisschen, wie sagt man, vielleicht abhängig ist von der Jahreszeit. Das fände ich halt auch cool, dass hier vielleicht irgendwann mal eine Straße sein würde oder irgendwas anderes. Hier sind auf jeden Fall Kanalbauarbeiten hier stattfinden, so wie das hier aussieht. Auch ein schickes Detail. Dann laufen wir mal runter hier zu dem größten Hof. Ne? Auch hier wieder richtig schön futuristisch dargestellt mit einer großen Einfahrt. Und da kommen wir dann zu dem Milchviehbetrieb, würde ich jetzt sagen. Der auch wieder hier mit schönen Bäumen wieder so ein bisschen in Szene gesetzt wurde. Da hat man hier natürlich wieder das Farmhaus, was man hier hat. Ne? Sleeping Area. Und auch wieder zum Umziehen kann man sich hier. Dann hat man hier Animal Product Stacking. Das heißt, hier kommen die Eier von dem Hühnerstall hier hin. Ja, guck mal. Hier haben wir Hühner, Enten, Küken. Kann man alles nutzen. Kann hier sogar auch reingehen. Guck mal, da sind sie alle drin. Wirklich sehr schön gemacht. Also viel Liebe zum Detail, ne? Den wir hier haben. Dann haben wir hier sogenannte Kälberboxen. Da sind also ausschließlich Kälber drin. Die werden auch genauso genannt. Die werden immer separat gefüttert. Und hier kann man auch reingehen. Ne? Hier sind Kälber. Wirklich toll gemacht. Eher so ein bisschen spartanisch eingerichtet, aber für Kälber auf jeden Fall ausreichend genug. Also so landestypisch würde ich jetzt sagen. Wasserträger haben wir hier. Dann haben wir hier, wenn man hier noch ein bisschen weiter geht, weitere Möglichkeiten. Das heißt, wir haben hier eine Output Area. Wir haben eine Auto Storage Area. Was haben wir hier? Lagermenü ist leer. Ich glaube, hier ist ein automatisches Lager, ist das hier. San Paolo, warte mal. Das ist wahrscheinlich irgendein Lager, wo wir irgendwas einlagern können. Das werde ich noch herausfinden, für was das ist. Ich guck mal gerade. Ich habe ja auch noch ein Dokument. Vielleicht finde ich das auch dort.
Schafskäse kann man bei Schafen herstellen, genau. Das ist auch noch was. Genau, das wird schon erklärt. Weingüter, das haben wir auch schon. Mühle. Palettendepots kann man nutzen. Und wir sind jetzt hier beim Bauernhof Rinder, wird er genannt. Ne? Ja. Drei separate Ställe, da habe ich schon zwei gezeigt. Milchkühe, Mastkühe und für Kälber. Und da kann man so einen kleinen Milchwagen verwenden. Den hat man hier auf jeden Fall auch mit dabei. Ich glaube, der müsste hier unter Tierfütterung, glaube ich. Ne? Guck mal gerade. Oder habt ihr eine eigene Rubrik eingebaut? Nee, hat er nicht. Dann glaube ich, müsste der hier drunter sein. Ne? Da ist er. Dieser kleine Milchwagen. Ne? Richtig cool gemacht. Schön gemacht. Um die zu füttern. Ansonsten finde ich jetzt erstmal nichts dazu. Hier zu der Erklärung des Storage. Aber das werden wir noch herausfinden. Definitiv. So, hier hat man dann auch nochmal so eine Art Mastvieh, was man machen kann. Also für Rinder. Ich habe jetzt einfach mal Kälber reingepackt. Kann man natürlich auch machen. Das heißt hier so eher so diese Fleischkühe, die wir haben. Hier haben wir Gülle. Und auch von außen wieder zu mit mehreren Zufahrten alles erreichbar hier. Ne? Wenn man hier mal lang geht, ist man im hinteren Bereich. Kommt dann hier auch vorbei und ist dann da vorne wieder bei den Kälberboxen. Sowie hat man dann hier auch noch diverse Unterstellmöglichkeiten. Man kann natürlich auch alles öffnen. Das geht natürlich auch noch. Und hat hier diverse Trigger. Ne? Ladepunkt für Milch. Hier ist der Workshop zum Reparieren. Man hat hier noch eine Output Area, ein Auto Storage. Hier ist ein Management Point. Das ist wieder leer. Das müssen wir mal testen, wenn es dann soweit ist. Da kann man hier natürlich auch hier hinten wieder durch. Hat ja auch sehr viel Platz für Gerätschaften und so, ne? Guck mal, Unterstellmöglichkeiten. Hier haben wir nochmal, hier so ein Silo. Da kann man Grain laden, also quasi Sachen, die man ins Silo hineinbefördert hat. Das heißt, die werden hier reinbefördert. Ja, diverse Unterstellmöglichkeiten haben wir hier auf jeden Fall auch. Wo man diverse Sachen auch noch reinpacken kann. Man hat hier natürlich noch eine Schranke, wo es nochmal eine separate Zufahrt gibt. Also seht schon, viele Wege führen nach oben hier. Ein schönes Kalsilo haben wir. Das heißt, da kann man auf jeden Fall Hexegute reinfüllen. Und wir haben natürlich hier noch den großen Weidebereich, ne, für die Milchkühe. Auch sehr schön. Kann man natürlich auch alles begehen, ne? Wie ihr es schon kennt. Also ich kann hier auch durch. Nee, leider nicht, aber ich kann hier durchspringen. Dann hier die ganzen Trigger wieder. Hier wird es natürlich auch ein bisschen klimatisiert, ein bisschen Luft gefächert. Und hier ist man dann auf der großen, weiten Weide, wo sich die ganzen Kühe befinden. Ne? Wirklich sehr schick gemacht. Ja, hier kann man auch nochmal hoch. Man hat hier echt viele, viele Möglichkeiten, viele Texturen, viele Gebäude, auch komplett neu gezeichnet. Hier haben wir nochmal so ein Management Point. Milchviehstall. Ach, man kann hier einsteigen, guck mal. Entladung auf der Seite, guck mal. Ach, das sind diese Management Points. Jetzt habe ich das verstanden. Das heißt, man kann dann hier Entladung auf der Straße machen. Ach, guck mal, man kann hier ausmisten. Wie geil ist das denn? Das ist ja cool. Das heißt, da kommt dann hier so ein Gerät und da kann man... Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ah, das sind dann wahrscheinlich auch die anderen Dinger. Da kann ich überall einsteigen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist ja interessant. Da kann ich quasi den Mist aus dem Stall hier auf die Platte befördern. Das geht, glaube ich, hier auch, ne? Lol. Das ist ja mal richtig cool. Jetzt gucken wir uns dann nochmal an. Dann könnte das auch, glaube ich, hier für die anderen Storage-Geschichten sein, ne? Auch nochmal. Genau, guck mal, hier kann man dann auch die Befüllung starten. Zum Beispiel R drücken. Und wenn man das dann macht, wird es hier unten entladen. Ne?
Guck mal, da kommt hier so ein kleiner. Ach, der schiebt den Mist dort raus. Das ist ja der pure Wahnsinn. Und dann fährt er wieder zurück. Auch richtig klasse. Hier ist natürlich ein automatischer Motorstart aus. Deswegen habe ich es jetzt hier nicht direkt gesehen. Auf jeden Fall auch ein wirklich sehr, sehr schönes Detail. Ne? Auch noch ein Management-Bereich. Nee, ist nur er. Das habe ich noch nicht herausgefunden. Aber werde ich auch noch rausfinden. Ne? Auf jeden Fall auch ein sehr schicker Hof. Einer der größten Höfe hier. Da kann man wirklich ordentlich das Vieh quasi züchten. Ne? Egal ob Mastvieh oder eben halt auch Milchkühe oder Kälber. Kann man da ohne weiteres hier bei dem großen Hof auf jeden Fall auch ohne weiteres züchten. Ne? Gut, hier haben wir auch nochmal ein kleines Silo. Wir gehen jetzt mal hier zum Fahrzeughändler. Der ist auch recht riesig. Ne? Fiat Agri natürlich, ne? Vom Edo den schicken Fiat Agri nicht zu vergessen. Schickes Gerät. Hier hat man dann die jeweiligen Fahrzeugoptionen, Reparaturpunkte, Kaufpunkte. Also auch wirklich sehr, sehr schön gemacht. Kann hier, glaube ich, auch einmal außen rumlaufen, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau. Die Hallen kann man hier leider nicht öffnen. Da geht dann hier auch nochmal ein Weg. Guck mal, hier haben wir so ein paar Maschinen rumstehen. In denen kann man nicht einsteigen. Die sind einfach nur platziert. Und da haben wir dann nochmal einen Shop. Traubenernter. Also typische, ja, italienische Marken. Fiat Agri, Antonio Corrado. Same, glaube ich, heißt es. Und New Holland natürlich. Typisch für Italien. Und dann hier, ja, Egypt, ne? Also eine Tankstelle hat man hier auch. Ne? Noch ein bisschen Werbung hier. Guck mal hier. Ach, guck mal. Ja, da sind noch die ganzen Leute von uns. Ne? Ich habe zu danken auf jeden Fall. Ne? Da bin ich mit dabei. Der Yogi. Der Felix, also Agrarplay. Der Mario ist mit dabei. Und noch ein paar andere. Univers, Simu und die anderen beiden Logos kenne ich leider nicht. Ah, Camper noch. Ne? Und ja. Ja, wir haben zu danken, ne? Da finde ich so ein kleines Logo hier drauf. Das ist ja Wahnsinn. Habe ich jetzt irgendwie gar nicht mitgerechnet. Ansonsten haben wir noch jetzt zwei Dinge, die wir uns noch nicht angeschaut haben. Einmal die wunderschöne BGA. Das wäre wirklich ein XXL-Video, Leute, ne? Und ich habe noch nicht alle Funktionen gezeigt, der ganzen Geschichten, ne? So, BGA haben wir hier. Mit einer wirklich sehr, sehr schönen Zufahrt. Die auch sehr weitläufig ist. Es gibt zwei Zufahrten. Einmal diese hier. Das ist eine Art Rundkurs. Da kann man einmal außen rüberfahren. Man kann halt wirklich nicht alles im Detail zeigen in einer Folge. Und ich habe schon einige Sachen vorgestellt. Also hier haben wir die Hauptzufahrt. Die kann man einmal auf- und zu machen. Und ich habe bestimmt noch nicht alles gefunden, wie das hier quasi funktioniert. Ne? Also da gibt es noch so viele Punkte, die man hier noch beachten kann und auch beachten muss. Das heißt, man hat zwei Zufahrten, einmal diese hier und einmal die andere. Das heißt, man muss nicht unbedingt drehen oder wenden. Hier hat man auch nochmal die Funktionen ein wenig erläutert, wie das Ganze funktioniert, ne, was man wo wie reinpackt und was dann wo rauskommt und wie das Ganze dann soweit funktioniert. Finde ich auch gut. Hier haben wir natürlich auch wieder ein Gerät. Diverse Geräte. Man kann ja auch Tore öffnen. Kann dann hier mal ein bisschen in die Gülle reinschauen, wenn man will. So ein schickes Güllebecken haben wir hier. Also sind wirklich sehr, sehr coole Sachen hier wieder verbaut. Ne? Ich habe es längst noch nicht alles gesehen hier. Ne? Solid Digistate. Was ist das denn? Da muss ich mal kurz gucken. Solid Digistate. Das hat was mit Pumps and Hoses zu tun. Das ist, glaube ich, dieser Feststoff, ne, der aus Gülle generiert wird, oder? Vertue ich mich da jetzt? Güter fehlen. Ah, das ist ein Nebenprodukt. Okay. Aus der BGA. Wir gucken mal rein, was man alles herstellen kann in der BGA. Mist kommt rein. Hackschnitzel. Was kommt denn da raus? Elektrische Ladungen. Feste Gärreste sind das. Ah, hier kommen feste Gärreste raus. Aha. Schön. Dann diese großen Fermenter, die man hier hat, ne? Also es ist wirklich
mal, von da kann man auch nochmal reinfahren, ne? Also man hat mehrere Zufahrten, ne? Von der einen Seite, von der anderen Seite, Biogas Italia. Auch eine jeweilige Waage hat man dort auch nochmal. Große, große Keilsilos. Also ich will nicht wissen, wie viel da reinpasst. Da kannst du ordentlich Maisparty feiern. Hier auf so einer Map. Da hat man noch diverse Unterstellmöglichkeiten. Hat hier nochmal so einen kleinen, so einen kleinen Tank. Den kann man auch auffüllen. Entweder manuell oder halt kaufen. Auch jede Menge Platz noch zum Hinstellen. Also es ist wirklich sehr, sehr krass. Und hier seht ihr quasi Input Area. Hier kommt alles rein, wird dann verarbeitet und wird dann gestartet. Ne? Hier haben wir noch ein riesen Güllebecken, so wie das aussieht. Ja, Liquid Manure, genau. Auch sehr schön. Es ist auch nicht so eckig. Ne? Guck mal, es ist auch richtig schön geformt. Kann man sich herausholen. Schlauchanschlüsse gibt es nicht. Das auch nochmal da vielleicht zur Info. Und zu guter Letzt haben wir dann hier noch das gute Sägewerk. Auch wieder mit einer separaten Zufahrt. Kann man sich auch nochmal anschauen. Aber alles in allem ist es wirklich eine sehr, sehr tolle Map. Das Ganze kommt am 29.10. raus. Ab 7 Uhr morgens, Leute, könnt ihr das direkt auf der offiziellen Seite vom lieben Edo runterladen. Bin schon ganz fertig mit der Welt hier. www.edomod.it. Ich werde zu den einzelnen Produktionen, auch zu den anderen Sachen, auf jeden Fall nochmal weitere Videos in den nächsten Tagen fertig machen. So zwei, drei Fragen habe ich noch bei ein paar Dingen, weil mir das nicht so ganz einleuchtet mit diesen Unloading Areas und so weiter. Deswegen werde ich da auf jeden Fall nochmal nachfragen. Und hier haben wir dann auch direkt den großen Hof, ne, beziehungsweise den Viehhändler, den wir hier noch haben. Das heißt, hier kann man dann auch die Tiere noch abholen, wenn man das möchte. Man kann sich die natürlich auch liefern lassen. Das ist direkt hinter der Tankstelle. Aber alles in allem muss ich wirklich sagen, es ist eine wirklich zauberhafte Map mit sehr, sehr vielen Details, mit sehr vielen schicken Details. Ballenverkauf haben wir auch. Und allein, wenn man sich mal hier dieses Zentrum anschaut, das Restaurant Al Borgo. Ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus. Auch hier diese kleinen Geschichten mit diesen von der WM 1990, also der Fußball-WM, das Logo mit dabei. Also es hat wirklich einen sehr, sehr schönen Charme. 57 Minuten, Leute. Ich glaube, wir sind so langsam mal am Ende und wir haben noch nicht alles gesehen. Das war jetzt mal hier so eine, in Anführungsstrichen, kleine Rundtour von diversen Sachen, die wir uns angeschaut haben. Ich hoffe, die Vorstellung hat euch soweit gefallen. In den nächsten Tagen gibt es noch weitere Videos, wo ich euch nochmal die einzelnen Höfe vorstelle, in einem kleinen, separaten Teil. Also Mario XXL Video. Bin mal gespannt, ob Mario kürzer oder länger sein Video ist als meins. Aber es gibt so viele tolle Sachen hier zu zeigen. Auch das mit dem Bus hier, das ist einfach Wahnsinn. Und ich schwinge mich mal in den Bus rein. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Einschalten. Däumchen nicht vergessen. Ladet euch die richtig coole Map ab dem 29. runter. www.edomod.it. Da könnt ihr das Ganze herunterladen. Zukünftig dann irgendwann auch im Mod-Hub. Das dauert aber noch ein bisschen. Danke fürs Einschalten und ich sag einfach mal bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.